Herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Ich nehme euch endlich mal wieder ein bisschen mit, so eine Art Vlog. Und hier startet jetzt offiziell das Kobis-Geschäft 2024. Ich habe schon mal die Holzkisten parat gestellt und wir fahren jetzt los Richtung Kobis Farm. Denn wie ihr wisst, oder vielleicht auch noch nicht, alle Kürbisse sind handverlesen und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Kürbisgeschäft, falls ihr euch wundert, warum wir hier schon im Mrs. Greenery Shop so früh loslegen. Die Nachfrage ist da. Ich habe auch viele Geschäftskunden oder Kundinnen, die einfach auch schon vorher Deko-Content, sage ich jetzt mal, produzieren müssen. Und da ja, sind meine Kundinnen und Kunden dann froh, wenn es schon Ende August Kürbisse gibt. Also die Nachfrage ist da und deshalb machen wir das schon noch hier, obwohl eigentlich noch Sommerferien sind. Aber die Kürbisse sind reif, sie haben eine super Qualität, ihr werdet es gleich sehen und dementsprechend, ja, läuft's. Und was hier auch schon bereit steht, ein Teil der neu bestellten Ware. Schaut mal, was für tolle Holz- und Metallschönheiten demnächst in den Shop wandern. Also ihr bekommt das dann auf jeden Fall, ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch mal von den Holzziegelformen die lange Version eingekauft. Die fand ich auch richtig schön. Dann noch ein paar tolle antike Metallbehälter, so kleine Holzbehälter. Wunderschöne Kerzenhalter, also wieder alles im Naturstyle, so wie ihr es von mir kennt und in Kombination mit tollem frischen Grün und das ist natürlich mega, das kann ich euch versprechen. Es gibt dann auf jeden Fall auch wieder ganz viele Deko-Beispiele. Schaut mal, das fand ich auch ganz toll, das ist so ein Art Tablett mit einem Halter. Es ist viergeteilt, also kann man dann auch ganz cool zum Advent einsetzen. Ja, ich zeige es euch auf jeden Fall, wenn ich es dekoriert habe. Das Ganze jetzt bei uns im Lager aus. Wir haben alles, ja, einigermaßen doch sortenrein drin, kann man sagen. Schaut mal. Und hier sind jetzt noch die weißen Schönheiten, die Babyboost, die großen Babyboost. Das sind die Kasperitas, dann die Mandarins und dann haben wir hier noch Snowball. Und hier haben wir schon eine schöne Reservierung für eine Kundin. So, die Kürbisse sind alle eingelagert und ich bin so froh, ja, dass sie da sind, dass wir sie jetzt schon im Sortiment haben, dass ihr auch schon so fleißig bestellt. Also vielen Dank, wenn ihr schon bestellt habt. Ansonsten, ich verlinke euch alles unten. Einmal die Kategorie, dort findet ihr alle Kürbisse und ja, dann schaut euch einfach mal ein bisschen um. Ich hoffe, der heutige das heutige Kürbisvideo hat euch ein bisschen Freude bereitet. Ich versuche euch ja immer so gut wie es geht hinter die Kulissen mitzunehmen und in nächster Zeit natürlich auch wieder öfters.
Was ich euch jedoch noch unbedingt zeigen muss, ich glaube, ich habe den schönsten Kürbis, nee, ich glaube nicht, ich weiß, ich habe den schönsten Kürbis, den ich persönlich jemals gesehen habe, auch von meiner Kürbishändlerin mitgebracht und ich hole ihn mal kurz. Haltet euch fest. Ist der nicht wahnsinnig schön? Ich habe noch nie einen Kürbis in dieser Farbe gesehen. Der hat so einen Cappuccino-Ton, würde ich mal sagen. Also so ein helles Braun mit einem leichten Orange-Stich. Unglaublich schön. Ich habe davon mal 3 Exemplare mitgenommen und ja, mal gucken. Also ich glaube, online würde ich die nicht stellen. Die wird es auf jeden Fall im Ladengeschäft geben. Vielleicht gibt es aber noch eine kleine Verlosung. Also lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Ja, und jetzt sage ich wie immer, schön, dass ihr mit dabei wart beim ersten Video nach dem Urlaub. Ich glaube, ich habe es hier auf YouTube gar nicht so erzählt, dass wir 2 Wochen Urlaub hatten Mitte August. Und nur zum Verständnis, jetzt diese Woche Montag war unser erster Arbeitstag und gestern am Dienstag war ja die Kürbistour. Und übrigens, es war echt auch ein langer Tag. Also vielleicht sieht es immer nach außen recht leicht aus. Ich habe mit euch ja schon mal darüber gesprochen. Aber es ist doch immer auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter, die man eigentlich nicht sieht. Also unsere Arbeitstage starten ja morgens um 6. Und gestern, ja, haben wir auch um 6 gestartet und wir waren dann abends um 8:30 zu Hause. Also es war mal wieder so ein 14,5-Stunden-Tag. Ja, das gibt's auch. Es ist schöne Arbeit, die macht auf jeden Fall Spaß. Aber es ist dann doch halt auch oftmals viel Arbeit. Also, drum möchte ich euch auch einfach wieder ein bisschen mehr mitnehmen, damit ihr es auch seht und es hoffentlich auch wertschätzen könnt. Ich mach's gern. Und ja, ich würde sagen, bis dorthin wünsche ich euch jetzt noch eine gute Restwoche. Genießt die Sonne, das Wetter ist ja mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon sehr auf euch. Und bis dorthin, bleibt kreativ, seid kreativ. Eure Mrs. Greenery.